Geht weiter. Ah, wie, jetzt sind wir wieder hier. Okay. Was passiert hier? Nein! Die falschen! Rechtes Ohr weh wegen den Kopfhörern. Bin jetzt nicht mehr so ganz konzentriert. Nur den unten, okay. Wieder Jesus getötet. Oh mein Gott. Und wieder ein Baum da auf dem Kopf. Also, da muss ich nichts machen. Was ist hier los? Okay, hör einfach auf. Du hast bereits die spaßigen Level gespielt. Du hast Louis getötet. Nein, ich habe Louis getötet. Okay, was passiert, wenn mich hier. Warte. Setze Corrupt auf 1, setze Corrupt plus 74, Corrupt auf 74 plus, Corrupt auf 74 plus, Corrupt auf 74 plus. Corrupt größer als 666. Ah, okay. Das heißt, wir setzen das mal hier hin. Sagen. Ach, hier ist auch noch ein Schlüssel. Setze Corrupt auf. Warte mal. Ich würde sagen, das ist vielleicht hier am meisten Sinn macht. Ne, doch nicht. Wir den wieder hier hinsetzen. Dass wir das hier so machen. Das dann erstmal dahin. So, warte mal, jetzt muss ich erstmal schauen. Ha? So. Jetzt muss hier gleich da. Jo, haben wir geschafft. Nice. Nice, nice, nice. Fehlerhaft Messenger Portal Gentool. Der sieht interessant aus. Neue Nachrichten. Finde Pony Island und spiele es. Ich werde so schnell ich kann ein Portal für dich öffnen. Das beschädigte Profil neben meinem sieht interessant aus. Okay, Messenger können wir jetzt nicht. Auch nicht mehr so. Hallo. Hier passiert nichts. Ah, doch. Hallo, 331. 331 Jahre. Hä? Du hast Jahrhunderte geschlafen. Ich muss dir die Wahrheit verraten. Du bist nicht die einzige gefangene Seele. Es gibt Tausende. Genau wie du haben sie nicht vor Lucifer aufgegeben und fielen schreiend in die Hölle. Aber sie alle stecken hier fest. Vielleicht bei einem Puzzle, vielleicht bei einem Level. Du hast bereits 2 von 3 Kerndateien zerstört. Wenn du immer noch entschlossen bist, die letzte Datei zu zerstören, werde ich dir helfen.
Ja, das ist der Papierkorb. Dort kannst du alte Pony Island finden. Visionen, welche er erstellt und wieder verworfen hat. Besuche die verworfenen Spiele. Finde einen Ort, an dem ich ein Portal zur letzten Kerndatei öffnen kann. Das ist Papierkorb. Okay. Dann klicken wir hier drauf. Pony Island 3D-Exe, ich glaube das hier. Jo, wieder das Pentagramm. Oder Stern, besser gesagt. Systemtech Incorporated. Pony Island. Starte Spiel. Ah, okay. 3D-Version? Okay, der läuft automatisch nur in diese Richtung. Okay. Ich kann nicht steuern, in welche Richtung der läuft. Aber in 3D. Oder Ego-Perspektive, besser gesagt. Ah, da hinten ist schon das Ziel. Mal von vorne. Hört sich auch ein bisschen so wie bei Super Mario der Sprung. So, diesmal ein bisschen konzentrieren, weil es wird da hinten immer enger. Füge deine Seele ein, um auf 4D abzugraden. Hier ein Portal öffnen kann. Okay. Geh zurück auf den Desktop. Wir versuchen ein anderes Spiel. Okay. Textbasierend Exe. Suchen wir das mal. Dunkelheit. Ein Schimmerlicht. Ein großer Stern schmückt den staubigen Bildschirm. Systemtech Incorporated steht dort geschrieben. Fortfahren? Fortfahren? Ein ansprechendes Menü erscheint. Zwei schöne Ponys begleitet von einem Text Pony Island. Die Menübutton sehen vielversprechend aus. Starte Spiel lautet einer. Optionen lautet ein anderer. Credits lautet der letzte. Starte Spiel. Starte Spiel Fehler. Starte Spiel. Starte Spiel Fehler. Warum? Optionen. Eine große Reihe an Optionen werden dir angezeigt. Anti-Aliasing, fröhliche Fassade, verbesserter RNG, kostenloses Ticket, Pony Physik, repariere Startmenü, In-App-Käufe, 10100110, obskure Optionen, Schneemann und ein Zurück-Button zum Schließen. Kostenloses Ticket. Kostenloses Wir haben wieder eins. Dann verbesserte NRG, repariere Startmenü, In-App-Käufe, In-App-Käufe. Vielleicht kriegen wir einen neuen Skin für unseren Pony.
Du klickst auf die Option. Es piept, aber es passiert nichts. Oh Mann, ich wollte einen neuen Skin. Dann machen wir... Was passiert bei Schneemann? Nee. Hoppla. Mann. Schneemann Fehler, okay. Dann... obskure Optionen. Ich schreibe obskur. Okay, obskure. Optionen. Du klickst auf die Option, es piept, aber es passiert nichts. Okay, dann zurück. Die Menübutton sehen vielversprechend aus. Starte Spiel lautet eine Option, lautet ein anderer. Credits lautet der letzte. Was passiert bei Credits? Credits. Während die Credits vorbeifliegen, fühlst du Ehrfurcht. Ein Name hebt sich klar vom Rest ab. Du kehrst mit einer... Hey, ich soll jetzt nicht so schnell machen. Hallo. Also, ein Name hebt sich klar vom Rest ab. Du kehrst mit einer neu entdeckten Wertschätzung für Entwickler in das Menü zurück. Die Menübutton sehen vielversprechend. Versuchen wir jetzt nochmal mit Startspiel. Startspiel. Startspielfehler. Optionen. Ja, das kennen wir schon. So. Was passiert bei Anti minus Aliasing? Es passiert nichts. Fröhliche Fassade. Fröhliche Fassade. Nichts, okay. RN, warte, jetzt muss die Kamera ein bisschen so, das ist RNG, okay, war das. Verbesserter. RNG. Passiert nichts. 1-0-1-0-0-1-1-0-1-0. Fehler. Okay. Zurück. Ja, die Menübutton sehen vielversprechend aus. Das Spiel lautet eine, Option lautet ein anderer. Credit lautet der letzte. Und Spiel beenden. Ist ein Fehler, okay. Warte. Spiel. Fehler. Starte Spiel. Optionen. Das war jetzt nicht das, was ich machen wollte. Eine große, ja, das kennen wir schon. Anti-Lasing haben wir, fröhliche Fassade hatten wir. Verbesserte RNG hatten wir, kostenloses Ticket haben wir. Polyphysik. Repariere Startmenü. Wir versuchen mal einmal Polyphysik. Pony. Und genau. Pony. Physik, wie schreibt man das nochmal? Physik. Passiert nichts? Okay, dann. Repariere. Start. Menü. Aber was hat es gemacht? Okay, zurück. Die Menübutton sehen vielversprechend aus. Ja, Start Spiel. Start Spiel. Ein
Ladebildschirm erscheinen. Endlich! Glücklicherweise ist es ein gut programmierter Ladebildschirm. Oh. Es lädt schnell. Sehr, sehr schnell. Das Spiel ist geladen und du bist ein Pony. Eine wunderschöne Sonne geht über perfekte grüne Hügel unter. Du fühlst den Wind durch deine Mähne wehen, während du über das grasige Tal galoppierst. Sieh da, ein hölzernes Tor nähert sich. Wirst du springen, schießen oder nichts tun? Springen. Du springst majestätisch über das Tor. Aber ein weiteres Tor nähert sich. Wie wirst du springen, schießen oder nichts tun? Springen. Du meisterst den Sprung und rennst weiter. Nun nähert sich ein Gegner. Diesmal werden wir schießen. Laser strömen aus deinem Mund, feuern auf deinen Gegner und vernichten ihn. Ein weiteres Tor nähert sich. Es sieht so aus, als wäre es ein bisschen weit weg. Willst du springen, schießen oder nichts tun? Wenn er ein bisschen weit weg ist, dann werde ich nichts tun. Nichts. Ich glaube, das würde am meisten Sinn machen, denn wenn er ein bisschen weit weg ist und ich jetzt springen würde, kann sein, dass ich dann genau aufs Tor knalle. Nichts tun, würde ich sagen. Du lässt das Tor näher kommen. Ja. Es sieht aus, als ob du nun darüber springen kannst. Wirst du springen, schießen oder nichts tun? Diesmal können wir springen. So glaube ich, dass es mehr Sinn macht. Du springst darüber und fühlst dich schlau, da du gewartet hast. Ein großer, schimmernder Flaggenmast nähert sich. Wirst du springen, schießen oder nichts tun? Nichts. Spielt keine Rolle. Dein Genick bricht, als es auf den Flaggenmast trifft. Es ist okay, du bist nicht länger das Pony. Eine Explosion auf Konfetti verkündet deinen Erfolg. Du bekommst 9 Millionen Erfahrungspunkte und erreichst Level 1000. Übergib nun deine Seele, um Grafik einzuschalten. Die einzige Wahl ist es, es weiter zu versuchen. Okay, das war jetzt auch geil. Pony Island Meta, das will ich jetzt auch mal ausprobieren. Wir haben das hier und das hier. Jetzt machen wir das mal. Was passiert da jetzt? Dalian Marlins Games. Oh, fängt wieder von vorne an, oder wie? Fortfahren. Okay. Was passiert hier? Nix. Nix? Ich glaube, das hier ist es einfach. Das muss es sein. Das mit dem Meter war jetzt geil. Eigentümer Lucifer. Devil Islands. Start Spieloption. Wir machen mal die Option. Okay, hier passiert nichts. Credits. Ich habe es erstellt. Ich, der Teufel. Ich mache Spiele. Die Leute reden scheiße über mich, weil meine Spieler zu Seelen konvertiert. Ey, hallo? Ich wollte das zu Ende lesen. Egal. Dann starte ich mal das Spiel. Der sieht ja geil aus. Einhörner. Muss ich jetzt Einhörner abschießen hier? Oh, da ist noch einer. So, da haben wir es geschafft. Füge deine Seele oder Seelen ein, um als Pony zu spielen. Das wird funktionieren. Die Sicherheit ist hier schwach. Ich öffne ein Portal. Das ist es. Mein Freund. Oh, da kam noch was. Scheiße.